Hi, ich bin David und ich zeige euch heute ganz schnell und einfach, wie ihr euren Icarus-Server mieten könnt. Den Link zur Bestellung findet ihr in der Videobeschreibung. Dafür gehen wir hier einfach auf Icarus. Danach haben wir hier zwei Optionen, einmal den normalen Server und einmal den Premium-Server. Zu dem Premium-Server würde ich euch immer dann raten, wenn ihr zum Beispiel Mods installieren möchtet oder große Projekte geplant habt. Wenn ihr sagt, gut, ich möchte immer nur abends ein bisschen mit meinen Freunden zocken, dann reicht auch der normale Server. Für dieses Video bestellen wir uns den normalen Server. Dafür gehen wir einfach auf hier unten jetzt Server mieten. Dann kommen wir hier auf diese Seite. Hier können wir zuerst unsere Slots wählen. Momentan können wir hier zwischen 4 bis 8 Slots wählen. Danach könnt ihr euch darüber Gedanken machen, wie lange ihr den Server schon im Voraus bezahlen möchtet. Je länger ihr den Server im Voraus bezahlen möchtet, desto saftigere Rabatte gibt es. Und jetzt dürft ihr unbedingt nicht vergessen, hier unten den Rabattcode GSPROMO7 für weitere 7% on top einzugeben. Und natürlich auch einzulösen. Danach müsst ihr hier unten einfach nur noch auf Weiter klicken und legt euch hier einen Account an. Ich habe natürlich schon einen Account, deswegen melde ich mich kurz an. Jetzt müsst ihr nur noch eure Zahlungsmethode hier auswählen und hier ist eigentlich für jeden was dabei. Dann kommt ihr hier auf diese Seite und hier müsst ihr einfach nur noch die zwei Häkchen setzen und auf Jetzt kaufen drücken. Genau, und jetzt zeige ich euch die Verwaltung eures Servers. Hier sehen wir euren Icarus-Server. Hier sehen wir oben eure Laufzeit, der läuft noch 30 Tage. Da es ein Prepaid-Server ist, ist es so, dass wenn die Zeit da oben abgelaufen ist und wenn wir da kein neues Geld aufladen, dann wird der Server einfach gesperrt und es hat keine weiteren Konsequenzen für mich. Das heißt, ihr bekommt keine nervigen Mahnungen oder Briefe. Wenn ihr sagt, ich möchte den Server länger haben, könnt ihr ganz normal einfach wieder Geld aufladen oder ihr könnt hier die automatische Verlängerung konfigurieren und dann müsst ihr euch nicht mehr darum kümmern, dass ihr immer dran denken müsst, Geld aufzuladen. Wenn ihr nachträglich merkt, dass ihr irgendwie mehr Slots benötigt, dann ist das auch gar kein Problem. Ihr müsst einfach nur auf Game Server Anpassung gehen, dann kommen wir hier auf die Seite, hier können wir nochmal eure Prepaid-Laufzeit editieren und ganz wichtig, hier unten könnt ihr eure Slots upgraden. Das heißt, wenn ihr mit 4 Slots gebucht habt und merkt, oh, da kommen 2 Freunde hinzu, dann stellen wir einfach ganz lässig auf 6 Slots und dann gehen wir einfach hier unten auf Weiter und ihr habt einen Server mit 6 Slots und eure Freunde können mitspielen. Hier könnt ihr den Server neu starten, stoppen, neu installieren, die Konsole öffnen, euren Server updaten, nach euren Add-ons suchen, kostenlose Backups erstellen. Ihr habt natürlich auch Zugriff auf alle Dateien, aber hierbei ist wichtig, dass ihr den Server zuerst stoppen müsst. Außerdem könnt ihr hier unter dem Reiter Überwachung genau sehen, wie euer Server gerade in diesem Moment ausgelastet ist. Alles wirklich super einfach. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick darüber geben, wie einfach es ist, bei uns einen Server zu bestellen. In der Regel schafft man das unter einer Minute. Viel Spaß!